Man könnte danach, wenn du Bock hast, noch Community-Dinger machen, aber sonst weiß ich nicht. Ich starte erstmal. Naja. Ich wollte noch mal kurz aufs Handy gucken. Okay. Ach, herrje. Oh, mit Spiegel. Guck mal. Ich sehe ja verrückt aus. Was habe ich denn da Blaues in den Haaren? Guck dich mal an. Schön. Wunderbar. Okay. Oh, hier ein Gemälde. Token, oben links. Ein Gemälde oben links machen. Token. Echt? Mami, was irgendwie unsichtbar. Okay, dann gucken wir uns mal um. Hier habe ich so eine wunderschönen Tonklumpen. Das ist Kunst. Ein Zahlenschloss. Eine Karte habe ich hier. Noch eine Notiz, ein Zahnrad. Lass uns mal, wenn du so viereckige Karten siehst, bitte die. Oh, Zahnrad habe ich auch. Viereckige Karten. Ja, so viel. Ah, Symbole hier, guck Achso, mal. okay, das ist, was du meinst. Die dann hier einmal hinlegen, auf dieses Konsülchen. Hoppala. Farben mischen. Hier am Kamin ist auch was. Oh, eine Notiz. Ich lese mal vor, ja? Mein lieber Lehrling, ich habe ein besonderes Schloss geschaffen, hinter dem ich mein Meisterwerk verstecke. Es reagiert auf verschiedene Farbpigmente. Das Licht des blutigen Sterns erleuchtet ihre Seele. Ihr Herz ist wie der Ozean, das Meer und alle Seen und Flüsse. Alle Blumen sind zur Erde zerfallen. Der Mond ist kränklich heute Nacht. Sein Licht scheint wie das Gras auf der Wiese. Das Gedicht enthält den Schlüssel. Lies es aufmerksam. Das mache ich jetzt mal weg. Ach, guck mal, hier ist noch eins. Ja, das ist ja alles das Gleiche. Architektur in Florenz. Architektur? Ach, da. Ha? Hä? Lies ruhig vor. Ups. Architektur Entwurf. in Florenz. Aha. Die Kathedrale di Santa Maria del Fiore, auch Duomo genannt, ist die Kathedrale von Florenz. Ihr Herzstück ist die herrliche Kuppel. Der Palazzo Uffizi beherbergt die Magistrate. Der eine der berühmten drei Magistrate. Bögen. Kannst du das ein bisschen mit Italienisch vorlesen? Nee. Der, dann gib mal her, dann mache ich das. Der Aber. Palazzo Uffizi Oh, perfekt. beherbergt die Magistrate. Oh, perfekt, Marco, Einer ist berühmt perfekt. für seine drei Bögen. Er wurde im 16. Jahrhundert erbaut. Der Palazzo Vecchio ist als höchstes Gebäude von Florenz bekannt. Santo Spirito ist eine dreischiffige Basilika mit einem großen Rundfenster. Okay. Okay, du darfst das letzte hier einfügen. Das ist nett von dir. Das sind alles Sandmohren. Wupp. Ah. Ah. So, gucken, Also, welche als erstes ja. rangeht und sowas. Okay. Also die Zwei, Eins muss hier hin. eins, drei. Fünf, vier. Okay. Zwei, zwei, fünf, Zwei. vier. Zwei, eins, drei. Fünf, vier gibt es nicht. Es gibt zweimal die drei. Zwei gleich schnell, oder? Ja. Aber so war Ach, richtig. okay. Oh, guck mal hier. Wir haben jetzt hier so ein Stempelkissen. Ach, guck mal. Ah, da müssen wir hier das Ein bearbeiten. Ich Meißel. Weiß, wie das geht. Gib mir mal bitte den Meißel. Ich zerstöre gerne. Ja, hier. Oder möchtest du zerstören? Nee, zerstör du mal. Du bist der Okay, Zerstörer. geil. Dusch, dusch, dusch. Dusch, dusch, Okay. dusch, dusch, dusch. Achso, du Oh, musst ich mache erst da dann. ein. Oder? Ich hämmer. Oh, es wird, glaube ich, ein Pferd.
Hoppala. Ich habe leider den Hammer verloren. Ja, dann meißel du mal. Was denn? Einfach in der Hand halten. Okay, und ich Hammer. Sag mal, hast du gerade den Arsch da geschreddert? Sag mal. Jede Feinheit muss hier... Oh je. Ich glaube auch. Okay, ich poliere. Ah, nice. 5, 9, 2. 5, 9, 2. Wunderbar. Ha! Ah, der ist für dich. Ich würfel das Bildhauers. Ein Loch zum Reinstecken. Hier ist ein Kästchen. Kann ich das denn öffnen? Oh mein Gott, ich habe einen ganz abgefahrenen Pinsel gefunden. Naja, das machen wir später. Oh, hier ist auch noch was gewesen. Wo? Hier. Eine 5? Ja, das kann man drehen, oder? 5, 3... Ah, da muss man im Spiegel gucken, oder? Wahrscheinlich. Oh ja, bestimmt. Ist eine 5? Aber ich weiß nicht, wohin damit, weißt du? Ja, 5, 8. Ah, hier. Ja, guck mal, du sollst die Kugel so bewegen. Schau mal, da ist was drauf. Ah. Achso, das sind die Zahlen. Ja. Wie viele sind das insgesamt? 4? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, dann sag mir mal, wo was zuerst. Von oben aus gesehen. Weiß ich nicht, wie ich das sagen soll. Hier fängt es an. Ja, dann ist das eine 8. Dann geht's nach oben. Dann hier. 8, 5. Weiter rechts rum. 8, es geht 5. Ganz schwer. Hier. Das ist eine 2. 8, 5, 2. Mitte. Dann in der Mitte. 8, 5, 2, 5 und dann runter. 3. 8. 8. 5. 2. 5, 3 müsste das gewesen sein. Ich glaube 3. Ja. Oh, Katapult. Wii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 
Versenkbare Kanone. Ah, man kann die Kanonen rein und raus tun. Ah. Kann man in einer Position sein? Ja, und zwar in einer bestimmten. Ja. Warte, ich habe die Notiz. Kannst du mir das einmal geben? Dann ja. Schicke ich die einmal rein. Also, es muss so gedreht sein. Wie hast du die Kanone reingeschoben? Einfach draufklicken. Ach so. Ja, die muss rein, die muss rein. Die muss rein. Was? Oh! Oh mein Gott! Oh je. Da die Zahnräder wahrscheinlich rein, ne? Ja. Achso, ja, kann ich machen. Nee, das geht nicht. Muss Inventar sein, leider. Warte. Nee, das geht gar nicht so. Also es klippt nicht. Ah doch, es klippt. So, mhm. Jetzt schließt sich das und jetzt schießt mich das wahrscheinlich tot. Oh, ey, ohne Scheiß, es ist ein Schlüssel. Ja, die Schlüssel kommen hier an die Ecken von dem Tisch hier. Ach so. Ja. Ist ja witzig. Da haben wir zwei. Okay. Sehr gut gemacht. Ich habe hier noch der ideale Mensch. Zahlen, ganz viele Zahlen. Also wir haben noch hier das Bild. Müssen wir was mitmachen? Oh ja, das ist das, was ich hier habe. Ja? Ja, ich lese dir vor, ja? Okay. Also, runter hoch 15. Ja. Runter 13, ach warte, 13 mal 5 ist was? Und rechts links. Also ich kann hier nur so ein Messding schieben. Ja. Was ist das runter hoch dann zur Hölle? Das sind wahrscheinlich drei Sachen, oder? Warte mal. Wenn wir die erste, das erste hoch runter ist. 15. Das erste links rechts. 25. Ah. Da war jetzt so ein kleines. Eine Lupe war da gerade. Doch, doch, gerade sah ich eine Lupe. Echt? Ja. Gerade konnte ich eine Lupe sehen. Da. Hier. Hast du gesehen? Aber kurze Lupe. Soll ich das mal eben machen? Ja. Also erst die 15. Dann die 25. Gerade war eine Lupe da. Guck mal, wenn ich so mache, siehst du... Wenn das einer bewegt, dann... Ach so. Ach so. Ja gut, ja, können ja einfach mal alle Sachen durchmachen. Im Gesicht. Was ist 13 mal 5? 50, 65. Also oben unten 65, das geht gar nicht, ne? Nee. 13,5. Fünfzehn, 25. Was soll denn da sein? Kopf. Kopf, ja, der runterguckt. Ach, hier. Was denn? Wir haben das Ding hier nicht aufgemacht. Der ideale Mensch, da kann man so eine Puppe zusammenbauen. Ach so. Dann müssen wir gucken bei... Ach so, ach cool. Okay, warte. Das ist so ein Mädchen mit einem Zopf. Ein Zopf. Ja. Lange ja, Zopf, genau. Aber. Ich hab hier zwei Frauen. Ja, die da. Nee, die mit Flechte zöpfen. Die? Ja. Okay. Nächste. Aber ich komme ja trotzdem mit 35. 13 mal 5 ist doch 65, oder? Ich hab 13,5. Okay, probiere ich mal aus. 13,5 und 15. Nee, da ist nix. Das sind. Ach so, doch, da ist so ein rotes Oberteil oder so. Das da müsste das sein. Okay, und dann die Füße müssten sein 5 und 2,5. Ich schau mal. Ja, so sieht es aus wie Beinstulpen oder so. Darf ich mal? So fast nackte Füße. Ja, die da, genau.
Das war so Rüstung. Ja. Irgendwas passiert? Nee. Ach warte, ich glaube, das Mittelteil ist nicht richtig. Darf ich nochmal? Gibt es da noch? Das da ist richtig. Jetzt die Stulpen, ja. Ja. Okay. Nice. Gar nicht so perfekt aus. Okay, jetzt kommen krasse Sachen. Ich habe mich so einen super Pinsel. Ja. Ja, Komplementärfarben. Kenne ich mich aus. Das ist nicht komplementär, Mann. Das sind da Mischfarben. Komplementärfarben. Wenn man diese Ach, da unten. Das ist aber was anderes als das, was ich anwende. Ja. Das sind Mischungsverhältnisse. Ja, ja. Doch, wirklich. Ist wirklich was anderes. Ich mische ja nicht meine Komplementärfarben. Ich nutze sie. Okay. Aber ich möchte mal an der Stelle sagen, guck mal, das Bullshit. Das Orange und Zyan. Das ist Quatsch. Vollkommen unlogisch, das geht. Haben wir hier irgendwelche Farben? Installieren. Guck mal, blaue Farbe liegt hier, bitte sehr. Wollen wir mal die Farben suchen? So hier irgendwie Farben? Rote. Ja. Mhm. Karl. Hier ist gelbe Farbe. Okay, wir haben drei. Damit kommen wir ja schon mal weit. Okay. Ja, könnten alle sein eigentlich. Okay. So. Mein lieber Lehrling, ich habe ein besonderes Schloss geschaffen. Also, das Licht des blutigen Sterns. Sein Stern? Stern muss rot. Okay, kombiniert man das? Soll man da den Rot reinkippen? Vielleicht da oben? Ah! Okay. Aha. Das Licht des blutigen Sterns. Warte, ich gebe dir vielleicht einfach mal, soll ich vorlesen oder möchtest du anmalen? Ich lese mal vor, ja. Du möchtest vorlesen? Okay, hier. Das Licht des blutigen Sterns erleuchtet ihre Seele. Ihr Herz ist wie der Ozean. Das Meer uns alle Sehnen und Füße. Also blau. Okay. Für das Herz. Das Herz. Aha. Das hast du aber schön gemalt. Danke. Alle Blumen sind zur Erde zerfallen, also braun wahrscheinlich. Okay. Manu? Du musst zwei Komplementärfarben nehmen. Nee, ich muss einfach drei Farben nehmen. Die im Kunstunterricht. Mischst du alles, wird es kacke. Blumen. Ja. Und der Mond ist wahrscheinlich grün. Ja, wie das Gras auf der Wiese. Okay. Tada. Okay. Jetzt hat sich die Mona Lisa. Eine Zahl. Es hat sich eine Zahl geöffnet. Ja. Kannst du mal gucken, ob da ist dann irgendeine Zahl oder so? Nee, ne? Nee. Ach so, guck mal. Ein Mond. Ach, man muss die Blumen und so zählen. Drei Blumen. Jetzt müssen wir natürlich wissen, was als erstes da war, ne? Kannst du mal vorlesen? Als erstes kommt was? Aus der Notiz. Ja. Erst das Herz. Das erleuchtet ihre Seele. Okay, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6. Achso, kannst du das Bild einfach angucken? Ich glaube, wir brauchen den Text gar nicht. Also. Drei Blumen, ja, da kannst du drauf gucken einfach. Ein Mond. Ein Mond, ja. Sechs Sterne. Irgendwas mit Herzen? Gut, aber ein Herz oder was? Weiß ich nicht, das ist aber das falsch. Ist ein Herz. Doch, die Kette. Guck mal, sind ganz viele Herzen. Oh, eins, zwei, drei, vier. Fünf. Ja. Nice. Nice. Herz 1.
Ja. Ich dachte gerade, wir müssen da runterspringen. Ach, guck mal, ah, das hast du vorgelesen. Ja. Santo Spirito. Ui. Mhm. Dann hau mal raus. Okay. Also, die Kathedrale di Santa Maria del Fiore. Ja, die suche ich gerade. Auch wie genannt? Duomo. Ja. Ist die Kathedrale von Florenz. Ihr Herzstück ist die herrliche Kuppel. Ja. Also jetzt schwierig. Ich nehme einfach mal alles. Okay. Herzstück ist die Kuppel. Also für mich ist das hier die Kuppel. Ja, das ist so. Okay, wie hast du das genannt jetzt? Der Duomo, ne? Mhm, ja. Okay. Weiter im Text. Die Kathedrale Santa Maria del Fiore. Ja. Musst du den Namen darunter machen, oder? Ja, ich denke mal. Also ich habe hier ganz viele. Hier steht auf jeden Fall The Duomo, habe ich jetzt gerade eingemacht. Und für die Kuppel. Das sieht ja, mir die kuppeligste Seite aus. Santa Maria del Fiore. Habe ich nicht. Nee, habe ich nicht. Florenz? Nee, Florenz habe ich auch nicht. Und dann steht da nicht mehr dazu. Dann musst du bei den anderen gucken. Wie bei den anderen. Lies doch mal vor, was du da alles hast. Die Kathedrale, die Santa Maria del Fiore, auch Duomo genannt, ist die Kathedrale von Florenz. Ihr Herzstück ist die herrliche Kuppel. Und dann kommt das nächste. Okay, dann das Palazzo nächste. Uffizi, der Herberg. Der ist was? Palazzo Uffizi. Dann kommt der hier hin. Herberg die Magistrate. Das sieht doch aus wie ein Magistrate, oder? Der Eingang ist berühmt für seine drei Bögen. Ach, oh, okay. Warte, dann kommt das hier hin. Ah, nee, gar nicht wahr. Das sind keine Bögen, ne? Oh, ich hätte Santo Dingsdabums doch gehabt. Kannst du mir nochmal bitte sagen, wie die drei ja, Bögen... Also, mit der Kuppel. Nee, nochmal das jetzt mit den, das, der Eingang. Der Palazzo Uffizi beherbergt die Magistrate. Der Eingang ist berühmt für seine drei Bögen. Mhm. Okay, und jetzt nochmal das andere. Das erste war Santa Maria del Fiore, ist der Duomo. Nee, steht doch nichts dabei. Okay, weiter. Okay. Da steht aber nicht Santo Dings, sondern ja, Santo das Spirito. Das ist was anderes. Ja, das kommt ganz am Ende. Okay. Palazzo Vecchio. Vecchio. Ja. Gebäude. Ja. Check. Wird es hoch über der Stadt aufragt. Ja. Santo Spirito ist eine dreischiffige Basilika. Ja. Ein großes Rundfenster ziert, da ist der Heilige Geist drin. Check. Dann bleibt Brunelleschi übrig. Arnolfo Di Cambio, Antonio Manetti und Giorgio Vasari. Guck mal, von wem die Texte verfasst worden sind, weil es klingt irgendwie Namen. Die Namen hatte ich aber auch irgendwo schon gelesen. Ja? Meine? War das in einem Buch? Warte mal. Nicht im Text? Nee, ich habe das mal hingelegt auf den Kanonentisch. Ah, ja. Architektur von heute. Ach so, ich stimme. Das war ja dein Architekturbuch. Ja. Okay, hau raus. Antonio Manetti. Ja. Er stammte einer wohlhabenden Familie von Seitenländern und lebte und arbeitete im Großteil seines Lebens in Florenz. Ah, welche von den Dingern war in Florenz? Da stand irgendwas. Ich glaube, das erste. Warte, ich guck nochmal. Ja. Santa, also die Duomo. Ja, habe ich. Dann der Arnolfo Di Cambio. Ja. Wurde in der Toskana geboren. Seine berühmten Werke sind der Palazzo Vecchio.
Ja. In der Kathedrale. Okay. Giorgio Vasari. Mhm. Er arbeitete am Grabmal von Michelangelo. Er wurde nicht in Florenz, sondern in Arezzo geboren. Hatten wir irgendwas in Arezzo? Arezzo? Das weiß ich gerade nicht. Aber da bleibt dir noch was übrig, ne? Ja. Warte, dann gucke ich nochmal die anderen. Der letzte. Filippo Brunelleschi. Ja. In Florenz geboren, wuchs dort auf. Hier stellte er nach dem Tod von Arnolfo und Di Cambio dessen von unvollendetes Projekt fertig. Auch Florenz? Hm. Der Brunelleschi? Ja. Okay. Ah. Musste ich dann austauschen. Dann habe ich jetzt Florenz den anderen genommen. Und da ist der Schlüssel. Ist das schon Ausgang? Ja. Oh. Wiki. Easy. Easy going. Ja. Ja, wir sind krass, Mann. Wir haben noch einen Token gefunden, aber... Nur ein Token, echt? Nein, steht oben rechts. Ah. Egal. Dafür haben wir alles andere geschafft. Ich schau gerade noch mal ganz kurz heimlich. Hm. Ist ja schon übermorgen soweit. Ah, Gottchen. Willst du nochmal teasern? Ach so, ja, gute Idee. Möchte sich, interessiert sich jemand für einen Teaser? Ich jetzt mal kurz. Ja, ich hier. Teaser Time! Oh, jetzt habe ich da den Sound gemutet. Schnell den anderen starten. Oh Gott, ist das gerade laut gewesen. So. Ich würde hier einmal aus dem Rätselspiel raus. Vielleicht noch eine Mini-Runde Phasmo oder so. Kann ich mal gucken. Ob denn da Freya gerade da ist zum Beispiel. Oh, leider nicht. Das ist ja voll Teaser-Teil, ne? Das Lied kommt bald raus. Okay, genug geteasert. Hättest du noch Bock auf eine kurze Runde Phasmo? Komm schon, du schaffst das. Ach, verdammt, ich vergesse mal Game zu schreiben. Phasmo. Tja, wie oft es funktioniert. Ja, ja. So. Bisschen gruseln. So ganz chillig. Ach, das passt schon. Und halten, wir versuchen. Sorry, ich bin gerade wieder am. Das ist schon lustig, Mann. Bitte? Die Moves hast du drauf. Naja, ich habe auch nur das Gleiche gemacht. Das war nicht so schwer. So. Treffer wie ein Trottel. Von der Seite. Bist du da von der Seite? So. Fertig. Da hat aber nichts passiert, Mann. Ich wechsle Dankeschön. Achso, ja, mach das.